Buongiorno und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Revelations. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Würde mich sehr freuen, so den ihr jetzt entscheiden solltet. Ach ja. Heute schreiben wir übrigens den 15.11. Vielleicht ist hier heute ein historischer Tag, an dem der Dritte Weltkrieg ausbricht, aber ich glaube es nämlich nicht. Ich rede ja normalerweise nicht so über politische Themen, aber wenn ich etwas sehe, wo ich das... Also, mich interessiert meist eher das Soziale drumherum, ne? Mich interessiert das, was auf Twitter geschrieben wird, auf Facebook und so weiter. Mich interessiert, wie die Leute darauf reagieren. Das ist für mich viel interessanter. Und ich finde es halt gerade wirklich... Also, ich als Pazifist und jemand, der gegen jeden Krieg ist und... Der keinen Krieg möchte. Wir haben das ja schon mal gehabt, das Thema jetzt gestern im Stream und vor ein paar Parts. Ich bin sehr angewidert derzeit. Ich bin sehr angewidert von meinen Mitmenschen. Wie viele Leute da auf Twitter irgendwie schreiben, dass jetzt der Bündnisfall ausgerufen werden muss und dass wir jetzt dass wir jetzt die NATO in die Ukraine und in Russland einfallen wird und was weiß ich nicht alles, wegen zwei Raketen, die in Polen gelandet sind. Wo man nicht was weiß, sind das wirklich russische Raketen, was ist mit diesen Raketen passiert, und angeblich waren es, ist es ja eh schon klar, dass es nicht gewollt war. Das heißt, es war ein Unfall. Es war kein Angriff. Ein Unfall ist kein Angriff, ne? Also. Und, aber die Leute sind halt richtig geil drauf gerade. Artikel 5, Artikel 5, NATO, NATO dies, NATO das. Selbst wenn Artikel 5 quasi in Kraft treten würde, würde es ja noch heißen, dass Polen verteidigt wird, weil die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Und ja, klar, du kannst den Fall machen mit Afghanistan, mit der Freiheit des Westens wird im Hindukusch verteidigen, keine Ahnung was, wo wir hier nach Afghanistan gegangen sind, als NATO-Fall, was absolut nicht in Ordnung war, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich nicht innerhalb dessen, was ein Bündnisfall sein soll. Ich weiß gar nicht, ob das NATO, doch, es waren auch NATO-Truppen, oder? Ich glaube schon. Wobei dazu sagen muss, es waren Terroristen, ne, die auf amerikanischen Boden angegriffen haben und ein bisschen schwieriger als eine Regierung irgendwie anzugreifen. Also ein Land anzugreifen, was sowas machen würde. Also muss man schon realistisch bleiben. Kann ich die jetzt behalten? Ja, oder? Behalte ich die jetzt? Nee. Leider nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich sie behalte, wenn ich sie losschicke und dann... dann die Typen schnell töte, aber das hat nicht funktioniert. Ja, aber ich denke halt nicht, dass es, also selbst wenn es einen NATO-Bündnisfall geben würde, dann würde halt die NATO dafür sorgen, dass Russland nicht weiter irgendwie nach Polen eindringen kann. Also wenn es wirklich ein Angriff von Russland sein sollte. Und das wünsche ich mir dann auch so, dass das so gemacht wird und nicht, dass man auf einmal einen offenen Krieg gegen Russland führen. Oder in die Ukraine einwandern, auf einmal ohne Grund. Weil die Ukraine ist halt, so leid es mir tut, kein Mitglied der NATO. In meinem Geschäft gibt es nur die neueste... Und hat auch keine Peace, also keine Verteidigungsbündnisse mit anderen Ländern. Und von daher sehe ich das ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwie daraus irgendwie einen Einfall in die Ukraine zu konstruieren. Natürlich wünsche ich mir, dass der Krieg in der Ukraine schnell beendet wird und dass möglichst wenig Menschen sterben und dass möglichst alles wieder zum Zustand vor dem Krieg zurückkehrt, aber es kann nicht auf Kosten falscher völkerrechtlicher Handlung gehen. Meiner Meinung nach. Aber das ist sowieso, das ist nur meine politische Meinung. Das ist eine Meinung, ist kein Standpunkt. Wenn es halt so passiert, dann passiert es halt nur. Ich werde ja jetzt nicht keine Träne irgendwie vergießen, aber was mich halt viel mehr interessiert, ist halt eben die, wie ich schon sagte, das Soziale, die Reaktion der Menschen darauf, auf das, was da gerade passiert und wie viel Kriegsgeilheit ich da auf Twitter gerade lese oder auf anderen Seiten, ist halt schon echt widerwärtig. Es macht mich echt traurig, hier in diesem Land zu leben. Mit diesen Menschen zusammen in einem Land zu leben. Ganz ehrlich, das macht mich richtig traurig. Das ist eine Kriegslüsternheit, die ich mir vorstellen kann, wann sie das letzte Mal in Deutschland gegeben hat. Ohne jetzt ein Jahr zu nennen, ohne jetzt irgendein Wort dafür zu sagen. Ihr werdet, glaube ich, schon wissen, was ich meine damit, ne? Wann das letzte Mal Deutschland so kriegslüstern war, oder die Leute in Deutschland. Mir macht's Angst, sowas. Sowas macht mir Angst. Deutschland sollte vieles sein, aber nicht kriegslüstern. Kein Land, nicht mal Deutschland, also geht die ganz speziell um Deutschland, kein Land dieser Welt sollte kriegslüstern sein. Krieg ist immer grauenvoll. Krieg ist immer... Nee, ganz ehrlich, Krieg ist scheiße. Krieg ist richtig scheiße. Vor allem... Krieg ist immer Leid. Es gibt...
Krieg ist Leid. Es ist Leid. Es ist. Und zwar unermessliches Leid. Leid, was schlimmer ist als jede Straftat, die in diesem Land hier zum Beispiel begangen wird. Ein Krieg ist was ganz, ganz anderes, eine ganz andere Hausnummer. Und vor allem wird da auch nicht alles verfolgt. Vor allem, also nicht alles, fast gar nichts. Wenn du da im Krieg, wenn deine Stadt oder dein Dorf überfallen wird und die Soldaten ziehen, vergewaltigen durch die Straßen oder so, glaub doch nicht, dass da irgendwas passieren wird. Wie soll denn die Strafverfolgung überhaupt funktionieren? Wie soll die Beweisführung funktionieren? Also Dinge. Das passiert massenhaft im Krieg. Natürlich passiert das massenhaft im Krieg, weil wir alle Menschen sind und Menschen haben Abgründe. Vor allem, wenn Menschen in so Situationen sind wie Krieg. Das ist schon echt übel alles. Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr widerlich, wenn Leute da irgendwie auf Twitter proklamieren und sagen hier, Polen soll jetzt sofort Artikel 5 ausrufen und Bündnis fallen und sofort in die Ukraine einreisen und keine Ahnung was oder einmarschieren. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Reaktion Russlands wird dann entsprechend auch wieder sein. Und dann haben wir noch viel eher die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende tatsächlich so ist, dass wir darauf hinauslaufen, dass... Moment, Köderbombe, Stinkbombe. Ja, das Problem ist schon eine andere Bombe. Dass wir dann wirklich in Richtung... in Richtung Dritter Weltkrieg gehen. Das finde ich schon ziemlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, wer weiß. Ihr seht das hier vermutlich erst im Mai oder so nächsten Jahres. Und ich bin gespannt, ob bis dahin meine Meinung, die ich genannt habe, ob das alles quasi am Ende sich bewahrheitet, dass es nicht den Bündnisfall gab und so weiter. Gut, was ich... Also, dass die Menschen sowas schreiben, das ist natürlich einfach... Ja, es ist traurig. Es ist einfach, macht mich einfach wirklich im Herzen traurig. Ich kann das gar nicht anders irgendwie... Ich kann das gar nicht anders nennen. Es macht mich einfach wirklich innerlich mega traurig. Dass Menschen so sind. Dass Menschen sich sowas wünschen. Ich kann verstehen, dass man möchte, dass der Ukraine geholfen wird und dass dieser Krieg dann vorbei ist. Das kann ich nachvollziehen. Das kann doch nicht auf noch mehr Kosten gehen. Also, man muss ja versuchen, einen Weg zu finden, wo wir die Opfer möglichst minimieren, oder nicht? Vielleicht bin ich doch einfach naiv. Ich weiß es nicht. Möglicherweise bin ich einfach naiv, aber... Ich finde es schade, wenn Menschen sterben müssen. Vor allem, wenn es halt nicht durch Alter ist, ne, sondern durch Kugeln. Durch andere Menschen, vor allem das ist eben das der Punkt, ne? Durch andere Menschen zu sterben, ist glaube ich nicht so geil. Aber gut. Vielleicht bin ich da auch einfach in der Minderheit mit meiner Meinung. Vielleicht ist es ziemlich geil, wenn Menschen sterben und Krieg ist. Also es wirkt auf mich derzeit so auf Twitter. Ich sag das nicht von mir aus, ne? Aber auf Twitter wirkt es auf mich mittlerweile so, als wäre Krieg ziemlich cool. Als würden die Leute es richtig feiern, wenn der Krieg noch weiter größer wird. Ach klar, es gibt natürlich auch Gegenrede dazu, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Also wir brauchen schon drüber reden, weil ich sollte schon erwähnen, dass es auch natürlich Leute gibt, die noch gesund im Kopf sind. Ne? Meiner Meinung nach gesund im Kopf, weil ich weiß nicht, was mit diesen Menschen geht, warum die so. Also ich kann das echt nicht nachvollziehen. Und Wickel und Egel anlegen. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Gut, was wir auf jeden Fall nachvollziehen können, ist, dass wir A, ein bisschen Geld machen müssen und B, müssen wir neue Bomben herstellen, damit wir nämlich noch ein anderes Achievement machen können. Da vorne sind Bettlerinnen. Wo können wir denn hier Bomben herstellen? Give me the bombs, da ist was. Give me the bombs. Ich glaube, wir müssen nach oben hier, oder? Nee. Aber irgendwie dahinter sehr müssen geschickt. Wir scheinbar. Hier unten, oder was? Ja, okay. Ich hab sie gefunden. Potato Pet hat sie gefunden. Unfassbar. So.
Ach nee, ich wollte auch Bomben machen. Was mache ich denn hier? So, dann machen wir den taktischen Beutel. Dann machen wir eine Boy-Bombe. Und zwar machen wir eine Aufschlaghülse und wir machen ein großes Gebiet und wir machen natürlich kampfunfähig, nee, nee. Ganz normale Rauchbomben möchte ich haben. Und wir müssen prinzipiell mehr Bomben nutzen. Moment. Lass uns mal ganz kurz in die DNA gucken. Was das Spiel uns sagt, was wir so alles mit Bomben tun müssen. Das wird ein Bombenspaß heute hier. So, eine Bombe an eine Wache anheften. Ja, wir sollten irgendwas mit Hefteffekt machen. 5 Wachen mit einer einzigen Bombe eliminieren. Wachen mit einer Sprengfalle eliminieren. Oh, eine Bombe mit jedem Hülsentyp herstellen. Eine Bombe einsetzen. Oh, gut. Mit jedem Hülsentyp. Ja, wir müssen jetzt sowieso mal einen anderen Hülsentyp herstellen. Ha, fällt mir gerade ein. Hülsentyp ist ja nicht so schwierig. Tatsächlich. Ist ja nur noch einer, den wir nicht benutzt haben bisher, glaube ich, oder? Glaube ich, oder? Verzögerungslose Sprengfalle. Ah, wir haben Sprengfalle noch nicht hergestellt, ne? Aber ich würde gerne für die Ablenkungsbombe würde ich dann gerne. Ja. Nee, eigentlich würde ich eine Verzögerungshülse haben wollen, aber. Für tödlichen Beutel könnte ich tatsächlich was anderes machen. Da könnte ich tatsächlich einen klebrigen Harzbeutel und dann könnte ich. Ja, ich will immer große Bomben, das ist das Problem. Wir müssen das auch nochmal mit den kleinen, mit den anderen Pulver machen. Machen wir mal Hagel. So. Die Rauchbombe ist wichtig. Wir müssen halt irgendwo hin, wo mehr als 4 Leute oder sowas sind. Geht voran. Und dann müssen wir die mit der Bombe töten und wir müssen natürlich auch noch was mit der Rauchbombe machen. Oder auch noch bald. Ah, ist da oben? Sind da oben welche? Ja, da oben sind welche, oder? Oh, wunderbar. Denkt euch erstmal ab. Dann gibt's erstmal eine Nebelbombe. Haben deine Eltern die Verlobung nicht gewollt? Wäre ich deiner Schwester kein guter Junge? Ja, toll! Zwischen ein paar Arzen und Amputationen, wenn der Rest so besonders ist. Was macht ihr da? Kommt her! Ist gut, danke für das Gold. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Hier machen wir das. So, wir brauchen bald wieder Geld. Okay. Wollte eigentlich gerne in diesen Heuhaufen da unten landen, aber es war ein Meter zu wenig. Na gut. Was muss ich noch machen? Ich glaube, ich muss noch entwaffnen, ne? Das muss ich auch noch machen. Gott schütze. Ich verschwinde von hier. Ich muss weg hier. Schnell weg. Mit den eigenen Waffen töten. Ich kann nicht ausweichen. Endlich stellt sich ihnen jemand entgegen. Ich will nicht sterben.
Wenn ich den nicht entwaffnen kann, dann kann ich ihn halt nicht entwaffnen. Dann ist das halt so. Müssen wir noch unentdeckt Wachen töten. Mit der Armbrust. Ja, ich mach so ein bisschen verschiedene Herausforderungen auf einmal, ne? Einfach mal ein paar verschiedene Herausforderungen machen, dann machen wir überall ein bisschen Fortschritt. Das ist doch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir müssen neue Wurfmesser auf jeden Fall kaufen. Ach, da unten ist ein Schmied. Da holen wir uns kurz die Wurfmesser. Vorher machen wir den Typen da vorne noch tot. So. Oh mein Gott. Wir haben nicht genug Geld. Das sind Pleite. Und das heißt, wir können ihn nicht anheuern hier. Oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das heißt, das können wir nicht weitermachen da. Na gut. Du bist ja gut gelaunt heute, hä? Ich staune. Heute noch kein umgebracht. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Auf ein Bauch! Gefällt dir etwa der Gedanke auf einem spitzen Pfahl? So, folgt mal bitte mal. Kommt hier vorne da bitte auch nochmal. Genau, kommt hier bitte auch. Dann machen wir das hier. War das nicht 5 Wachen? Schade, waren wohl nicht 5 Wachen. Versuch war es wert. Schon wieder geht der Tod um in dieser gottverlassenen Stadt. Also das kann man wenigstens Roma wieder beauftragen hier und erholen. Schmerzen wie die euren können schließlich nur besser. Oder eben Söldner, die müssen wir auch noch einsetzen. Abgemacht. Das ist keine echte Wache. Hochstapler, wir werden angegriffen. Angriff! Nur nicht. Nein! Wenn du mich verschonst, werde ich zum Dank 2 Ziegen opfern. 2 Ziegen? Nicht nur eine, sondern 2. Umklammert von den abscheulichen Verbrechen der Assassinen. Wir müssen zusammen. Aber wir haben nicht genug Geld. Um sie niederzuringen. Du wirst nicht weit kommen. Was soll das Ganze? Was in Gottes Namen ist denn los? Elender Mist! Weg hier! Gero, ein Assassine! Tötet ihn! Dieser Verräter floh aus der Schlacht bei Edirne. Viele mussten seinetwegen sterben. Okay, hab ich verkackt. Ich muss weg hier. Das Problem ist, ich muss unentdeckt, glaube ich, die Typen töten. Das hat ein Problem. Ah, sollten wir Wachen eingesetzt haben wir jetzt zu Ende. Wunderbar, dann brauchen wir da nichts mehr machen. Wobei doch, wir können auch eine Sache machen. Assassinen gegen ein Ziel einsetzen. Wenn du mich verschont, werde ich
Kommt herbei, liebe Leute. Ich glaube, das mit der Armbrust macht man am besten am Dach, ne? Weil da wird man halt nicht entdeckt die ganze Zeit, wenn man sich klug anstellt. Perfekt. Auch das ist auch schon erledigt. Wir haben jetzt schon zwei, drei Sachen erledigt, glaube ich, in diesem Part. Schauen wir mal ganz kurz, nochmal ein bisschen Erinnerungen auffrischen. Also die Roma-Sachen sind wir, glaube ich, gerade gut dabei. Wie sieht es einfach den Assassinen-Sachen aus? Ziel müssen wir noch 13 Mal und wir müssen noch sehr oft Pfeilhagel. 5 Mal, okay. Der sehr oft nicht, aber wir müssen noch sehr oft den Kampf einsetzen. Wir müssen also den Kampf starten und die dann holen. Ich weiß nicht, wie man Waffen wirft. Roma gegen Wachen einsetzen, 5 Mal noch, okay. Meuchel mal eliminieren, ohne erstochen zu werden, da weiß ich nicht, wie das gehen soll. Diebe gegen Wachen einsetzen, okay. Ununterbrochen 300 Meter sprinten. Geld beim Kontern stehlen, keine Ahnung, wie das geht. Wenn ich ehrlich bin. Zählt er jetzt für 4 Stück? Ich nehme an, das zählt jetzt für 4 Stück. Wir haben sie ja alle mit Wurfmessern getötet, oder nicht? Ja. Okay, dann ist das gar nicht so schwer mit den Wurfmessern. Wahrer Frieden kann nicht. Gute Vorstellung. Sieht fast echt aus. So, wir müssen noch mal ganz kurz Aufträge starten. Zumindest die Stadtaufträge, weil sonst verlieren wir nachher die Städte. Gib doch noch mal ein bisschen Kohle dann. Ich kann keinen einzigen hier auf die Mission schicken. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das funktioniert doch nicht. Ja, es ist echt ein bisschen nervig, ne? Wie viele Aufträge man hier. Eieieiei. So, Lissabon ist auch unter unserer Kontrolle. Da müssen wir wieder viel Geld ausgeben. Und das kann ich gerade nicht machen, leider. Deswegen müssen wir das. Wie Kontrolle haben wir hier noch? Ja gut, das hat jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so extrem dringend.
Na gut. Ich meine aber, ich habe öfter Roma gegen Wachen eingesetzt. Was für ein Athlet. Ich habe kein Geld mehr, um das zu machen, okay. Bitte aufhören, das war nicht böse gemeint. Hm? Was soll der ganze Lärm? Wäre schön, wenn das jetzt einfach direkt 4 zählen würde, aber tut's leider nicht. Also 4 Ziele eliminiert, aber naja. Mein Vater ist badly glücklich. Meine Brüder gefahren. Ohne euch. Mein Gott. Was habe ich getan? Damit habe ich nichts zu tun. Was zum Teufel? Ich gehe nur Fersengeld. Lauft. Lauft. Steht mir nicht im Weg. Mama, komm drin. Hilfe. Ein Assassine. So. Aber wir können die eigentlich plündern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nichts damit zu tun. Ignoriert mich einfach. Ich habe hier Wurfmesser dabei. Ja. So sparen wir es uns, Wurfmesser zu kaufen. Unrecht. Zumindest so ein bisschen. Wird gemacht. Ich frage mich, ob ich die Diebe wieder kriege, wenn ich die Typen töte dann. Alles klar. Wir bringen uns den Tod. Also seid wachsam. Ich habe nichts damit zu tun. Ich verschwinde von hier. Ah, die Diebe sind aber weg dann, ne? Die kommen nicht wieder, ne? Nee. Okay, das wird übel mit den Dieben. Bitte Gott, lass mich leben. Ich habe, was ihr braucht. Von traditioneller Medizin bis hin zu fortschrittlichen Blutegeln. Ach ja. Kann man sich nur so gottlos benehmen? Möge eure verkommene Seele direkt in die Hölle fahren. Gut. So. Hätte gerne jemanden gehabt, den ich jetzt hier reinschmeißen könnte, aber naja. Shit happens. Brauchen wir ein bisschen Geld, sonst kriegen wir keine neuen Roma. Welcher Dämon ist in dich gefahren? Hinfort! Kann man irgendwie, wie kann man Waffen werfen? Ah, nee, Messer werfen, nee. Ich sehe nicht, wie man Waffen werfen kann. Nö. Und vielleicht schaltet man das einfach noch frei oder so. Ich habe keine Ahnung. Für so wenig Geld ist das Risiko zu hoch. Na, euch habt Spaß. Harika!
bitte nicht. Verzeiht, ich gehe. Istanbul wird die feigen Methoden der Assassine niemals tolerieren. Wir müssen diese räudigen... So. Nein, ich will nicht. Bitte Gott, lass mich leben. Bin ich leer. Keine Lane, Zeit zu gehen. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte Gott, lass mich leben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Nicht ganz jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Wie weit sind wir denn jetzt bei den Zielen? Mal kurz gucken. Noch 6 Ziele, okay. Lass mal einen Sprint machen. Ah, da ist der Ort, wo ich hin wollte. Na gut, den Sprint können wir einfach so machen, den wir hier immer hin und her laufen. Aber 300 Meter war das, und das wird ein bisschen dauern. 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter, 60 Meter, 70 Meter, 80 Meter, 90 Meter. Ah, das ist schon mal über 100. Ah, das war schon 300, okay, das ging schnell. Das ging wahrlich schnell. Okay, jetzt kommt's auf alles an. Hey, Freunde! Ihr wollt auch ein bisschen Stress mit mir, oder? Halt! Ihm nach, Brüder! Hat nicht gereicht. Waren leider immer noch nicht 5. Das waren 5. Los! Angriff! Wie war das nochmal mit dem Haken-Ding? So war das. Dafür wirst du sterben! Was? Stirb! Dafür wirst du sterben! Los, er darf nicht entkommen! Er kommt uns! Ja, das geht schnell, wa? Dafür wirst du sterben. Schnell, wir haben das Wort für den, der ihn mir bringt. Treib ihn in die Nähe. Verdammt nochmal, entkommt uns. Wir haben ihn. Er darf nicht entwischen. Okay. Müssen wir flüchten, weil wir sind fast erkannt. Müssen hier weg. Wenn wir noch welche töten, wäre das nicht gut. Wir können das hier einsetzen, das dürfte unsere... Ich töte sie ja nicht. Endlich stellt sich ihnen jemand entgegen. Wo ist er hin? Wie kann man den greifen? Gibt auch so einen Hakenwurf. Wie wirft man ihn? Ich glaube, so macht man das irgendwie, ne? Ich weiß nur nicht, wie das gehen soll. Leider. Okay. Ja, wieder Ruhe. Wir müssen jetzt aber einen Zeugen finden, sonst sind wir am Arsch. Warum ich? Warum passiert das? Vielleicht hat er genug Geld für eine Bestechung. Ah, hat er.
wenigstens ein bisschen was wieder verlieren hier an Bekanntheit. Monster! Ja, du bist auch ein Monster. Wir sind alle Monster. So, dann schauen wir mal in die DNA. Also, Assassinen haben wir jetzt im Kampf gerufen, das ist wunderbar. Pfeilhagel müssen wir noch öfter mal einsetzen. Gut. Selten haben wir das erledigt. Mit den Gerüsten müssen wir noch gucken. Mit den eigenen Waffen müssen wir auch noch geworfene Waffen. Ich weiß nicht, wie geworfene Waffen funktioniert. Und wie die Hakenwürfe funktionieren, weiß ich auch nicht. Kann aber sein, dass wir das erst noch lernen. Die Kombo-Serie. War das 10 Kombo-Serie oder 5 gerade? 10 Stück, okay. Da müssen wir noch einige ausführen, leider. Roma gegen Wachen noch dreimal heimlich entkommen. Meuchelmörder eliminieren, ohne erstochen zu werden. Okay. Was haben wir hier noch? Diebe gegen Wachen einsetzen, okay. Geld beim Kontern stehlen, keine Ahnung, wie das geht. Eine Wache mit Wurfmessern, okay, haben wir auch schon fast. Ein Luftattentat von einem Balken ausführen. Ein Attentat von einer Seilrutsche ausführen. Da müssen wir auch mal gucken mit der Seilrutsche. Bei Bomben haben wir jetzt ja auch schon wieder was, ne? An Bomben, an Wachen, an Heften müssen wir auch noch machen. 9 Mal noch. Okay. Ich würde gerne noch unbekannter werden, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich mich jetzt wohler fühlen. Ich bin leider zu bekannt, um jetzt wieder dahin zu gehen und einfach nochmal versuchen, mit den Kombos das zu machen. Aber ich glaube, bei denen ist das echt blöd, weil das sind zwar sehr viele Gegner und so. Das ist ganz gut, aber die Gegner, die brauchen teilweise 2, 3 Finishing-Dinger. Da wird es ein bisschen schwierig, sag ich mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Wir müssen immer noch Roma einsetzen, ne? Wir sind mit dem Roma immer noch nicht durch. Oh, hier vorne waren doch vorhin noch Roma. Jetzt sind die. Ach, da sind sie. Wunderbar. Ja, komm mal mit. Wir gehen mal irgendwo hier hin und gucken, ob wir irgendwo noch Wachen finden. Ja, ich denke, im nächsten Part könnten wir damit durch sein mit den Herausforderungen. Unterstützt die Warum greift denn niemand ein? Ganz schön wenig los hier. Wo wollte ich jetzt hin? Also der Typ hat sich verpisst, der Herold, okay. Das hier nicht der Herold? Na, jetzt geht er wieder zurück, ne? Ich muss weg hier, schnell weg! Ich habe nichts damit zu tun! Nein. Ach Mann. Ist das der Hakenwurf? Muss man Wachen töten, um die in Gerüste schmeißen, oder geht das auch mit anderen? Ist das explizit Wachen? Also das war kein Hakenwurf auf jeden Fall. Hineingeschleuderte Person. Okay, wir können also doch normale Personen werfen. Das ändert alles, meine lieben Freunde. Das ändert alles, wenn das funktioniert. Das heißt nichts Gutes.
Zwar dürfen wir ganz offiziell keine Zivilisten töten, aber ich weiß nicht, ob das als Zivilisten töten gilt, wenn wir das machen. Wir haben sie ja nur ins Gerüst geworfen. Also, dass sie dann sterben, da kann ich ja nichts für. Das war ja nicht geplant. Das war so nicht geplant. Ist halt passiert. Shit happens, ne? Können wir noch mal ein paar Wachen haben vielleicht? Oder ein Gerüst? Und Gerüst wäre auch gerade schön, aber Wachen wären gerade schön, weil ich gerade eh die Roma hier habe. Jetzt haben wir schon zweite Paar Roma hier. Oder Gruppe Roma. Und noch keine einzige Wache gefunden. Da sind Wachen. Die gerade despawned sind, jetzt wieder aufgetaucht sind, okay. Bitte nicht, verzeihen. So, dann lenkt die mal ab. Vier meiner Brüder fanden am selben Tag Arbeit. Ich weiß nicht, ob die wirklich dahin laufen müssen und die ablenken müssen, damit das gilt. Oh, Zeit zu gehen. Gut. Ich muss weg hier. Schnell weg. Kommt schon. Ihr habt sicher etwas Zeit zu gehen. Hey, nein, bin ich mit uns. So. Gibt's noch ein bisschen Geld? Ja, immerhin. Ein bisschen Kohle ist immer gut. Wir müssen dann demnächst wieder mediterrane Verteidigung ein bisschen mehr machen. Aber ich will halt die Assassinen das hier erledigen. Wir müssen keine Roma mehr anheuern. Roma haben wir erledigt. Das ist schon mal schön. Die Roma sind erledigt. Wir müssen nur jetzt noch gucken, dass wir die komischen Fraktionsgebäude mal anderen zuweisen, damit wir hier ein paar mehr von den anderen haben. Aber gut. Naja, jetzt wollen wir mal schauen. Was fehlte denn jetzt noch? Es fehlte uns noch, wir müssten theoretisch Wurfmesser kaufen, aber die sind relativ teuer, glaube ich. Das wird ein ganz schön teurer Spaß. Leider. Deswegen Gerüst? Nö. Aber das ist echt faszinierend. Ja, hallo. Ich gerade überlege, was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Aha, ist das ein Hakenwurf? Okay, der hat einen gespaltenen Kopf auf jeden Fall. Wo ist eigentlich der Burger hin? Worum es auch gehen mag, lasst mich bitte aus dem Spiel! Ihr seid nicht allein, Al-Qadassin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. So. Noch einmal bestechen, dann reicht das für den Part hier. Gibt es einen Grund? So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wobei, wir gehen nochmal ganz kurz zur Bank. Das machen wir noch. Nice, wir haben Geld. So, bis zum nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pitten, euer Ezio Audio, eure Referenze verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.